Hallo und herzlich willkommen in Olivers Garten. Ja, was soll ich euch sagen? Endlich wieder ist es soweit. Oliver ist in seinem Garten. Was Schöneres gibt es eh auch nicht mehr. Ja, auch für euch. Ja. Die Saison 2021 beginnt. Endlich ist es soweit. Ja. Wir haben heute minus 3 Grad gehabt. Ja, es hat sich geändert, wie man sieht. Ich bin in kurzen Ärmeln, was mich sehr, sehr freut. Es geht wieder los. Ja. Was soll ich euch sagen? Unter anderem noch eine wirklich super erfreuliche Sache. Ich habe heute auf meine Abonnentenanzahl geschaut und unfassbar 50. Juhu! Vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Ihr seid super, ihr macht den Kanal zu dem er gehört. Vielen Dank für den oder die 50. die meinen meinen Kanal geklickt hat. Ihr seht, ich bin ganz aufgeregt, weil ich gar nicht glauben kann, dass sich so viele Leute für meinen kleinen Kanal interessieren. Ja, vielleicht schaffen wir es. Ich habe schon mal gesagt, bis zum Saisonende 100 zu bekommen. Das wäre unfassbar, ja. Für mich zumindest. Was soll ich sagen? Ja, es blüht und gedeiht alles. Was kommt auf euch zu? Heuer kleine Sneak Preview sozusagen. Das ist ein kleiner Saritgarten, natürlich alles aus Kernen gezogen. Und mittlerweile, das sind wirklich die zwei schönsten. Hier ist eine White Bubblegum. Auch wirklich richtig schön schon gedeiht. Ich habe leider, werde sich fragen, warum ich hier unten das Granulat eingestreut habe. Habe leider ein bisschen Probleme gehabt an der Fensterbank mit Trauermücken und teilweise auch mit kleinen Blattläusen. Unglaublicherweise, ich habe echt keine Ahnung, woher die kommen. Ich kann nur annehmen, dass es aus dem Substrat kommt, weil woher soll das Gefiech kommen? Keine Ahnung, ja. Ihr seht Dutzende Nebengeräusche, leider Gottes, ja, die Leute kommen aus ihren Häusern hervor, genießen das Wetter, machen natürlich auch was in ihren eigenen Gärten, wie ich. Ja. Also wie gesagt, meine kleinen Pflänzchen, die warten schon darauf präsentiert zu werden. Ich habe sehr viele Videos gerade noch in Bearbeitung, unter anderem wie gesagt noch das Kochrezept und auch wie es meinen bisherigen Pflanzen geht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das heurige Tasting mit dem Franz. Schöne Grüße an den lieben Franz auf jeden Fall an dieser Stelle. Wie ihr schon gesehen habt aus dem anderen Video, eine ist mir leider Gottes eingegangen, warum weiß ich nicht, aber von denen habe ich hier, glaube ich, 3 Backups. Also es sind weit über 20 Sorten zu verkosten und das wird ein riesiger Spaß. Auch für mich, wie gesagt, mein Garten ist zwar jetzt nicht gerade so klein, aber ja, es braucht schon sehr viel Platz, aber wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend heuer wieder. Ich laber wieder zu viel, ich weiß. Ich wollte euch auf jeden Fall nur sagen, dass ich mich sehr, sehr, sehr über die 50 Abonnenten freue und dass ich mich auch freue, euch wieder viele, viele Chilis und sonstige Pflanzen präsentieren zu können. In diesem Sinn wünsche ich euch alles Liebe, bleibt auf jeden Fall gesund, in der Krise leider Gottes noch, aber was soll's. Leben geht weiter auf jeden Fall und wünsche euch auf jeden Fall noch einen sonnigen Tag und alles Liebe aus Wien. Servus, euer Oliver.